Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes. Eigentlich wollte ich heute mal weiter mit den Deutschen spielen. Dafür habe ich eigentlich auch schon die FE57 erforscht mit freier Erfahrung, um da ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Das Problem ist jetzt nur an der Stelle, es ist wirklich faszinierend. Da steht jetzt Forschungskosten 0 und darunter steht Erforschen. Und darunter steht Flugzeug nicht erforscht. Und wenn ich jetzt hier auf Erforschen klicke, dann passiert gar nichts. Ich wollte jetzt eigentlich mit meiner freien Erfahrung hier bis zu den Bombern so ein bisschen durchmarschieren. Ich hätte jetzt noch mal die FE57 gespielt. Das ist alles sehr mysteriös gerade. Scheint so, als ob das Spiel gar nicht möchte, dass ich hier die Deutschen spielen. Ja, gut. Moment, jetzt steht da Forschungskosten 1250. Ach ja, für. Ich verstehe das nicht. Gut, dann will ich doch mal sagen, ich habe hier jetzt noch ein bisschen Premium bekommen. Gratis von Wargaming wegen irgendwelcher Probleme. Deswegen würde ich mal sagen, ich packe mal die Meteor 1 aus und versuche mal wieder ein bisschen Credits zu farmen. Vielleicht klappt das dann ja nächstes Mal mit den Deutschen wieder. Vielleicht muss ich das Spiel auch einfach nur neu starten. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und ich habe hier mal wieder was umgestellt. Und passend dazu kommt das dann immer wieder. Das Spiel stellt sich immer automatisch in den rahmenlosen Fenstermodus um, wenn ich raustabbe. Warum habe ich jetzt ein halb schwarzes Bild? Hallo? Ich will ja nicht sagen, das Spiel geht irgendwie immer kaputter, aber es scheint momentan wirklich so zu sein. Gefühlt werden das immer mehr Bugs bei mir. Vielleicht liegt es ja auch irgendwie an meiner Hardware-Konfiguration, könnte sein, aber naja, ne? Gut, was haben wir hier? Ein Bergwerk, Militärbasis und noch ein Bergwerk. Dazu noch kommen noch zwei Feldflugplätze. Gut. Ich bin der einzige Siebener. Das ist ja richtig, richtig toll. Und jede Menge Bots. Das ist ja richtig toll. Ja, ich wiederhole mich überhaupt nicht oft. Nein, das nimmt mir so ein bisschen die Motivation, dieses Spiel zu spielen. Muss ich leider sagen. Die wollen da oben also hin. Ja, ist Zeigen Sie mir, was Sie durchaus. können, Piloten. Los geht's. Ist durchaus ganz sinnvoll. Gut. Ja, ich bin momentan so ein bisschen, ja. Ah, ich habe so einen Punkt erreicht. Es ist ein bisschen erschöpft, sage ich mal so. Das Spiel hat sich ein bisschen meiner Meinung nach erschöpft. Passiert nicht allzu viel Neues. Ich weiß nicht, so, wenn ich jetzt Warships im Vergleich dazu nehme, dann hat man da einfach mehr Möglichkeiten. Kann man sich hinter Inseln verstecken, da kann man Nebel setzen und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwie gefühlt kommt mir das so vor, als ob es da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Das Ganze ist ein bisschen langsamer und geht auch nicht so über Kopf. Aber nun ja, das ist halt den Fliegern geschuldet und das kann sich schlecht ändern. So. Wen nehmen wir denn als erstes mal aufs Korn? Dich schon mal scheinbar nicht. Gut. Hallo. Na komm, jetzt bleib doch mal hier. Zieh rum. Jetzt zieh schon rum. Jawohl, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Und der andere Punkt ist einfach, ich habe halt für meinen anderen Account noch ewig und 3 Tage Premium und hier habe ich halt momentan keine Kohle dafür. Das ist halt ein bisschen doof. Und so ohne Premium ist das schon alles etwas zäher. Gerade wenn die Stufen etwas höher werden. So. Ein großer gegnerischer Verband greift die Ja, Militärbasis an. fast. Gehen Sie Fast, vorsichtig fast, vor. fast. So, jetzt haben wir das hier auch endlich. Und dich nehme ich aber noch mit. Naja. Okay, dann halt nicht.
Gut, dann sollten wir jetzt vielleicht mal in die Mitte fliegen und da die Militärbasis einnehmen. Es zumindest probieren, aber da sind schon wieder so viele Rote. Es ist der Wahnsinn. Da haben wir einen. Ich glaube, dich fangen wir mal ab. Na komm schon. Ja, geht doch. Bezwinger. So, was kommt da jetzt noch so an? Ich kann mich gerade nicht so wirklich für ein Flugzeug entscheiden. Und jetzt haben sie die Mitte eingenommen. Das ist natürlich nicht so toll. So, was ist denn mit dir da hinten? Auch erledigt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Die sind da alle ganz schön weit oben wieder. Aber mit so einem Düsenjäger ist das doch alles schon sehr viel einfacher, mal so einen Höhenunterschied zu überbrücken. Na komm schon. Ja. Du kannst so viel drehen, wie du willst. Oh Gott. Ja, es sei denn, er fliegt genau so. Das ist für mich richtig schlecht. Motor gleich beschädigt. Yay. Was haben wir da? Ja, flieg mal frontal auf mich zu. Das ist immer eine gute Idee. T-47B haben wir da. Na komm schon. Auch rasiert. Aber diese Bewaffnung von dem Flieger ist so gut. Ich finde die so gut. Braucht man nur mal kurz draufhalten, da sind die Gegner schon wegrasiert. Wo ist denn jetzt... Warum ist das hier so ein Kuddelmuddel? Kann mir das mal einer erklären? Alles ein ganz schönes Durcheinander hier. BF-109G. Na komm schon. Ja, ich hätte mich anders hinter den setzen müssen. Ja, das war eine blöde Idee. Okay, da habe ich es auch schon bereut. Oh, die haben 4 Punkte. Und auch sowas wieder. Da habe ich, ist meine Motivation irgendwie ganz schön, kommt ganz schön ins Wanken, wenn ich sowas sehe. Jetzt hast du viel schneller entschieden als im Vergleich zu anderen Spielen. Haben Sie verstanden? Wenn man hier erstmal ins Hintertreffen gerät, dann ist das im Prinzip schon so gut wie verloren. Da machst du nichts mehr. So, was ist mit dir da oben? A26B. Er brennt. Naja, er hat geraucht. Tja. Moment, kann er nach unten schießen? Sieht wirklich so aus. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu ihm. Sie sind auf sich. Und erledigt. Sie haben uns bald.
Motor läuft wieder. Das ist echt praktisch mit dem Flieger. Da kann man auch so, mal solche Aktionen bringen. Der Gegner startet einen Raketenangriff auf unseren Komplex. Sie müssen die gegnerische Militärbasis neutralisieren. So, dich auch noch rasiert. Aber das war's jetzt. Na toll. Aber es gibt zumindest ein paar Credits. Von daher will ich mich mal nicht großartig beschweren. 204 zu 800. Yay! Lief doch super. Bin begeistert. Na? 102.000 abzüglich halt Reparatur und Wartung. 1486 XP sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Credits, die reißen es raus. Gut, ich kann ja jetzt nochmal gucken hier bei der AO 192, wie das denn hier aussieht mit der FW57. Flugzeug nicht erforscht. Woran liegt das bitte? Kann mir das mal einer erklären? Oder ist das ein Bug und ich muss nur neu starten? Das könnte natürlich auch sein. Gut, dann halt nehme ich jetzt nochmal, ja, nochmal die Meteor. Erster Sieg des Tages gibt mal 3. Einmal werden wir das doch hier gewinnen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ein paar menschliche Mitspieler bitte. Danke. Das ist jetzt hier auch neu, dass da scheinbar ein schwarzer Bildschirm kommt und unten da noch die Leiste ist. I don't know. Ach, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut, was haben wir denn hier? Ein paar Siebener und diesmal ein paar mehr menschliche Mitspieler, das lässt doch schon mal hoffen. Obwohl, das muss ja nicht unbedingt was bedeuten. Gut. Nördlicher Brückenkopf, Valhalla, Norwegen. Bezirk Trondheim am Mittag. Das kann ich gar nicht lesen da. Weiß auf weiß. Wo wollen wir denn zuerst hin? Was haben wir denn hier so Tolles? Ein paar Jäger. Ja, ich würde mal sagen, wir halten uns da rechts. Von mir aus gesehen jetzt links. Und dann fliegen wir weiter durch. Oder, na, die andere Seite ist, glaube ich, besser. Wegen der Militärbasis. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, okay, ich fliege gleich zur Militärbasis. Gut. Ah, komm, ja, 2, 3 mit. Und einer fliegt allein in die Mitte, oder wie? Es ist ein bisschen zu sehr aufgeteilt. War gut, lassen wir uns mal überraschen. Wie schlimm kann das schon werden? Die Gegner werden da bestimmt auch gleich hinfliegen. Deswegen ziehe ich erstmal ein bisschen weiter oben hier meine Kreise. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen abfangen. Kommen auch schon welche. Gut, der erste ist schon erledigt. Ah, oh Gott, ja, das war irgendwie nicht so toll. Ich soll es mal mehr probieren, so nach oben und unten zu fliegen, aber er ist jetzt scheinbar auch erledigt. Gut. Das hat hier absolut Priorität, die Militärbasis. Danach können wir dann sehr viel leichter die anderen Punkte einnehmen. Also gleich wieder hin. Aber ich werde noch mal ein bisschen an der Höhe gewinnen.
Der Motor ist überhitzt. XP75. Okay. Was haben wir da? P51A. So. Ist hier oben noch sonst noch irgendwer? Mein Flugzeug brennt. Wieso brennt das denn jetzt? Ah, da ist einer. Okay. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Gegner am Heck. Unsere Rakete hat das Ziel. Ah, verdammt, keine Chance. Objekte beschädigt. Ich schieße ein Flugzeug ab und ich werde dann abgeschossen. Aber wir haben den Punkt eingenommen, aber da sind mittlerweile zu viele von den Gegnern. Ich habe da so meine Befürchtung, dass wir den Punkt nicht lange halten werden. Gut. Oder eher nicht so gut. Ich ping da mal. Wir müssen da echt wieder hin. Sonst ist der ganz schnell gleich weg. Hau ich auch gleich nochmal hier den Boost rein. Sind scheinbar jetzt schon ein paar weniger geworden. Aber die sind da immer noch in der Überzahl. Das ist halt nicht so toll. Gegnerische Bomber im Anflug. Sie dürfen ihr Ziel nicht erreichen. So, was haben wir da? Spitfire. Das ist schon mal ein Problem weniger. Mit dir. Hat's wieder auf mich abgesehen. Gut. Ist jetzt aber erledigt. Okay. Mehr Spitfire oder generell mit BF irgendwas kann ich mich nicht anlegen. Wenn ich hier erstmal wen da aufs Korn nehmen kann, dann sind die ganz schnell Geschichte. Ja, das ist auch wieder eine tolle Aktion. Kollision, aber er brennt. Vielleicht zerlegt es ihn ja noch. Mit ein bisschen Glück. Wir liegen leicht zurück. Haben 3 Punkte und natürlich den wichtigsten Punkt hier. Ich werde auch gleich wieder dahin fliegen und da weiter verteidigen. Das ist absolut meine primäre Aufgabe hier. So. Da könnten noch mal ein paar mehr zur Verteidigung hinfliegen. Wenn die sich da nämlich jetzt alle gleich draufstürzen. Schlechternde Wetterverhältnisse erhalten. Unterstützung auf ins Gefecht. Haben Sie verstanden? Ja, den Punkt haben wir gleich nicht mehr. Ja, da habe ich auch schon gepinkt. Solange wir den Punkt noch haben, sieht das halbwegs gut aus. Oh, ich könnte mich natürlich jetzt auch mal hier an die Bomberstaffel ein bisschen dranhängen. Ich
hier wütet ein schwerer Sturm. Können nicht weiter. Kehren zur Basis. Komm schon. Verstanden? So, dich hätten wir schon mal. Du bist dann auch weg. Was ist mit dir? Auch erledigt. Gute Arbeit. Kein gegnerischer Bomber ist durchgebrochen. Ach, jetzt haben wir aber die Militärbasis verloren. Na super. Ich lasse den da jetzt einfach mal fliegen. Der Gegner startet in der Militärbasis Raketen auf uns. Was machen die denn da? Werde von der Flugabwehr beschossen. Verdammt, da hat doch einer abgedreht, umgedreht. Whatever. Ich verstehe es nicht. Warum fliegt da keiner hin? Das ist doch totaler Mist. Toll, jetzt haben sie die Mitte und sind komplett fast umzingelt. Großes Kino. Feinflug kann nicht gestartet werden. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir das noch gewinnen. Da habe ich so meine Zweifel. Sie haben uns bald. Ja. Oh Mann. Ja, gut, das haben wir dann auch verloren. Das macht ja richtig Spaß wieder. Alle Positionen wurden vom Gegner erobert. Wir müssen das Ruder noch herumreißen. Jetzt haben sie alle Punkte. Okay, das schenke ich mir jetzt. wie könnte das nur ausgehen? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald!